Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play RimWorld. Wir begleiten immer noch unsere relativ verlorenen Kolonisten auf diesem Planeten und naja, es könnte auch schlimmer laufen, sei mal ehrlich. Aber es könnte auch besser laufen und einiges werden wir wahrscheinlich beim nächsten Mal wieder anders machen. Oh nein! Sag mal, ihr habt euch doch abgesprochen. Malaria, Malaria, Malaria. Ja gut, einer von denen liegt wenigstens schon im Krankenbett. Kasuba, Kamia. Zwei von denen liegen im Krankenbett. Dreimal Malaria. Ich möchte daran erinnern, wir spielen noch mit der freundlichen Kolonieaufbau-KI, ne? Naja, wenn er wach genug ist, um sich was zu essen zu holen, bleibt weniger zu tun für die anderen. Wo könnten wir noch mehr Schutt unterbringen? Hier auf jeden Fall. Naja, passt ja. Hier kann auch Abfall hin. Eine Sonnenfinsternis, ja, wir hatten eh zu viel Strom. Ich versuche jetzt mit unseren vielen Kranken noch zusätzlich vielleicht irgendwo Krankenquartiere unterzubringen. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Und ich habe ja extra schon eine kleine Krankenstation gebaut, weil ich davon ausgegangen bin, dass wir gar nicht so viele brauchen. Ha! So.
Hey, 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 hey. Oh, toll, seltene Thrombos. Ja, das. Ich möchte jetzt sagen, nützt uns gar nichts, aber es nützt uns relativ fast nichts. Also die Malaria ist zumindest bald ausgeheilt. Boah, Hilfe, ey. Okay. Wenigstens sind sie zur Abwechslung mal ruhig. Nee, gibt keine schlechte Laune. Du bist psychisch beruhigt. Hast du die Nachricht nicht gelesen? Ein Alpha-Trumpf. Wäre ja fast zu unvorsichtig zu sagen, schießen wir drauf. Aber ich glaube, diese Viecher sind relativ gefährlich. Was kann er schon gegen, was sind das hier, 8, 7? Also eins habe ich in diesem Durchgang auf jeden Fall gelernt. Jagen per Automatikgeschütz ist in jedem Fall unglaublich mächtig und nützlich. Ihr habt einen Fernseher im Zimmer, den hat sonst keiner. Hört auf, euch zu beschweren. Naja, immerhin.
Ich arbeite schon an Einzelzimmern, aber das ist nicht so einfach. Nee, hier brauche ich gar nicht zu gucken, wie weit das weg ist, das ist mir schon klar. Ja, Prost, Alex. Genieß es. Mir fällt momentan nichts Besseres mehr ein, als dir alles Gute dabei zu wünschen, dich zu besaufen. Der wird jetzt mit Abstand am längsten krank sein. Also ist er der Erste, der jetzt umzieht. So. Dann können wir das Ding deinstallieren. Das Ding hier installieren. Ein Großhändler, ja, mal sehen. So, dann schauen wir doch mal. Plaststahl hätte er, können wir uns aber nicht leisten. Uran haben wir, möchte ich aber eigentlich nicht hergeben. Boah. Ja, das hat sich gelohnt. Dieses wunderschöne Tier abzumurksen hat sich ja mal sowas von gelohnt. Nur das Horn will er nicht kaufen, aber gut. Hopfen behalten wir, Stahl behalten wir auch. Medizin haben wir noch, wollen wir aber auch nicht hergeben. Gucken wir mal, dass wir zusammenkratzen, was so zusammen zu kratzen geht. Hier, das kann auch weg.
Rumbo-Fleisch nur 85 Cent. Das ist dünn. Schieferblöcke. Legen wir auch noch 400 drauf. Wir brauchen 128. Boah! Und bei dem Preis kann man das direkt wieder knicken. Medizin, viel zu teuer. Haben wir außerdem noch. Dann versucht man lieber selber Plaststahl zu finden. Aber egal, wenn der nächste Piratenhändler vorbeikommt, haben wir genügend Geld für einen Kolonisten. Was wir in jedem Fall auch haben. Wir haben genügend Strom für zusätzliche Verteidigungsanlagen. Schwerer Lagerkoller, Vergnügungsmangel. Also von meiner Seite aus, ne? Kannst du das handhaben, wie du willst, aber... Ich habe schon wieder den Timer vergessen und diesmal sind wir verdammt lange dran. Sieh sich mal einer an, was hier für ein Leben rumlatscht. Eine Besuchergruppe, ist das nicht nett?
und immer noch kein Plaststahl gefunden. Aber hier hinten gibt's Uranerz. Hatte ich mir fast gedacht. Ein Piratenhändler. Läuft hier noch irgendjemand rum, der arbeiten kann? Nein, die schlafen natürlich alle. Warte, du kannst. Klar, und der eine hat natürlich keine Sklaven dabei, die wir anheuern könnten. Jetzt mit Fleisch aus. Naja, hält sich in Grenzen. Aber immerhin bleiben wir von noch mehr Schlechtem verschont. Und ich will ja gar nicht wissen, was da noch kommen könnte. Das heißt, ich kann es mir schon denken. Das waren ja letztens nur 8 Piraten mit Mörsern. Man stelle sich vor, wenn da 20 kommen. Okay, er ist schon wieder außerhalb der Reichweite. Habe ich natürlich gar nicht dran gedacht. Wir haben natürlich noch das Trumbohorn da. Das hätte uns jetzt natürlich ein bisschen Geld zusätzlich eingebracht, aber... Na gut, sei es drum. Wie geht's dir denn? Wann kannst du wieder aufstehen? Ach, naja. Allzu weit weg scheint das ja nicht mehr zu sein.
Nee, ernsthaft, nochmal exakt die gleiche Leitung. So viel dazu. Gut. Also bis jetzt kommen wir ja mit den Widrigkeiten noch ganz gut zurecht, auch wenn es mal wieder ein bisschen enger ist, als ich es eigentlich geplant hatte. Aber okay. Dass das Schlimmste ist. Mal gut, Schaden haben wir. Aber es könnte schlimmer sein. Immerhin. Ich habe einen Redundanzstromkreis eingebaut. Das
ist, dürft ihr den Schaden wenigstens so gering wie möglich halten. Wenigstens verhungern wird keiner. Und an allem anderen arbeiten wir. Das könnte in jedem Fall schlimmer sein. So nach Gefühl würde ich sagen, machen wir noch 5 Minuten und dann die Folge zu Ende. Das müsste dann eigentlich auch wieder mit dem Timing passen. Was wir ums Verrecken brauchen, ist Plaststahl. Aber wir müssen halt nehmen, was wir kriegen können. Nebliger Regen. Ich war immer der Meinung, das würde nicht funktionieren. Nebel und Regen gleichzeitig, aber vielleicht täusche ich mich da auch. Ein Waffenhändler. Hat der denn irgendwas Nützliches für uns im Angebot? Nee, nicht wirklich, oder? Ein Energiegewehr hätte ich gerne, aber... Was nützt es? Was wir brauchen, sind momentan zusätzliche Hände, die uns helfen, die Kolonie weiter auszubauen.
Händler exotischer Güter. Alex ist momentan unser bester Verhandler. Dann hoffen wir, dass das was nützt. Och, kiltseitig bringt das auf jeden Fall was ein. Nur das, was wir bräuchten, das bekommen wir nicht. Kolonisten. Oder Plaststahl bezahlbaren. Ein Barkeeper, 59 Jahre alt. Boah. Wolf, du hast gerade ausgeschlafen. Ganztagesausflug. Aber für einen Kolonisten. Toll, es regnet auch noch. Und leider müssen wir den Armen fangen. Ich würde ihn ja gerne einfach so in die Kolonie aufnehmen, aber... Möchte sich ja nicht freiwillig anschließen. Wenn er bis morgen früh überlebt, dann kann ihm wahrscheinlich geholfen werden. Infizierte Wunde, Besuchergruppe. Mit infizierten Wunden können wir umgehen.
Was sagt der Timer? Wahrscheinlich überzogen. Na gut. Es ist nicht mehr ganz so einfach wie zu den guten alten Zeiten des Basisbaus. Aber wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt und ein bisschen den Kolonisten mehr reinredet, was wir wohl in Zukunft auch weiter tun werden, dann ist es zu bewerkstelligen. In jedem Fall danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Ist mir wie immer ein großes Vergnügen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Und wie immer, Vorschläge, Anregungen, Ratschläge, Anschläge können immer alle runter in die Kommentarsektion. Dafür habe ich immer ein offenes Ohr und ansonsten, wenn gar nichts mehr hilft, beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin. Ciao.